Du hältst mich wohl für so eine Art Freak. Ein Mädchen, das Tote aufwecken kann. Dessen einzige Bekanntschaft ein riesiges Vogelwesen ist. Ich muss lächerlich wirken. Du hast nur schlechte Karten erwischt. Ich gehe nicht in diesen Turm zurück, auf gar keinen Fall. Die hören erst auf, wenn sie dich haben. Warum? Was habe ich ihnen getan? Du machst ihnen Angst. Gut. Ihr sollt so hungern, dass die Kraft nur zum Betteln reicht. Ihr sollt so unwissend sein, dass ihr eure Probleme nicht lösen könnt. Ihr sollt hinter dem allmächtigen Silver Eagle herlaufen, um alles kaufen zu können, was sie euch andrehen, um euch klein zu halten. Aber Daisy Fitzroy sagt, es gibt einen anderen Weg, und zwar schon sehr bald. Schuld am Zustand dieser Leute. Vielleicht hat Daisy recht. Vielleicht sollte sie ihm das alles heimzahlen. Aber erst bezahlt sie uns. Wir brauchen Waffen und dann das Luftschiff. Hier, für die Kasse. Danke. Wir könnten direkt zu der Polizeistation gehen. Oder wir sehen uns in der Bar um. Was meinst du? Hau ab, du Penner! Thank you.
Ein Lockpick sollten wir mitnehmen.
Hab ein Lockpick gefunden. In den Untergrund zu gehen, dann sieht man die Dinge von unten. Und unten, auf dem Boden der Stadt, sah ich Feuer brennen. Und Feuer erzeugt Hitze. Aber es hat keinen Mund. Daisy, nun, sie hat ein Mundwerk, das für alle Feuer Kolumbias reicht. Wenn man gezwungen wird, in den Untergrund zu gehen, dann sieht man die Dinge von unten. Und unten, auf dem Boden der Stadt, sah ich Feuer brennen. Und Feuer erzeugt Hitze. Aber es hat keinen Mund. Daisy, nun, sie hat ein Mundwerk, das für alle Feuer Kolumbias reicht. Dann gehen Sie lieber weiter.
noch Sie. Bitte, helfen Sie. Da ist die Verwahrstelle. Wir müssen an der ganzen Armee vorbei, um an die Geräte zu kommen. Die Vox und Waffen sind wie Feuer und Schießpulver. Ein Funke und es gibt eine unkontrollierbare Explosion. Wir haben ihn! Thank you.
entdecken. Oben halten. Los. Hier. Thank you.
öffne ihn. Bitte sehr. Schon dabei. Los, mach. Geht klar. Bären fallen entlang der Skylines aufgestellt. Wollte einen von ihren Kurieren bluten lassen, bis er sie verpfeift. Aber sie nehmen jetzt natürlich Kinder als Kuriere. Jetzt ist da dieser Indianer-Knirps und sieht mich mit großen Augen an. Musste ihm ein Bein abnehmen. Das verdammte Ding liegt ja einfach zwischen uns rum. Wenn er wenigstens heulen würde oder irgendwas. Hast du das geknackt? Eine Sekunde. Erledigt.